Hallihallo, Hallöchen, liebe Zocker und YouTuber, und willkommen zurück zu Star Citizen. Jawohl, es geht weiter und in den letzten 24 Stunden wurde bekannt gegeben, was es im Februar denn so an Subscriber-Flair gibt. Und das möchte ich euch als allererstes mal zeigen. Nee, nicht mich, sondern, Moment, ich muss mal ganz kurz die Tabs switchen. Dafür wird es mal kurz dunkel von euch. Sondern, tada, das hier. Nein, die junge Dame gibt es auch nicht als Subscriber-Flair. Das würden sicherlich einige von euch gutheißen, aber es gibt Folgendes, was sie da hier präsentiert. Und zwar gibt es einmal dieses schicke Poster, das ist wirklich ganz schick, das gefällt mir eigentlich ganz gut. My Valentine steht da drauf, ein Herzchen und tralala. Sowas könnte man sich auch auf eine Cutlass Black gemalt an die Seite vorstellen. Hier das Logo hat so ein bisschen was vom B-17-Flair aus dem Zweiten Weltkrieg. Das zweite Poster gibt es auch. Das ist allerdings ein bisschen potterhässlich, finde ich. Das hätten sich einen Hut schmieren können. Das ist mir zu Manga-artig. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Also erstes Poster top, meiner Meinung nach. Zweites Poster flop, meiner Meinung nach. Das ist das Subscriber-Flair für die einfachen Subscriber, sondern ich sag mal, ich glaube Centurion-Subscriber heißen die. Und die Imperator-Level-Subscriber, also die eine Level höher, die kriegen hier, warte mal, diese Knarre hier, das Karma-Gewehr, natürlich in einem einzigartigen Skin. Das hier kriegen sie nicht, das ist das müsste eine Shotgun sein, die man dann als Subscriber kaufen könnte, wenn man denn nicht noch schon mit genug Waffen totgeschmissen worden wäre. Also, erst Level Subscriber, die beiden Poster, zweit Level, natürlich die Poster und die Knarre. Unten ist nochmal aufgelistet, wer hier was ihr kriegt. Ne? Also die Poster und dann hier das Karma Fate Level und das Kismet Shotgun. Die kriegt man nicht etwa umsonst, sondern die müsste man sich kaufen. Und wer sich die kaufen möchte, der kann natürlich 5 Euro dafür abdrücken oder kann es auch sein lassen. Mit den Postern, da bin ich der Meinung, das ist so meine persönliche Meinung, da bin ich der Meinung, dass das mit den Postern quasi schon eine Vorbereitung auf die persistenten Hangars ist. Die soll man ja dann später, ich weiß nicht, ob gleich am Anfang, aber später auch customizen können, weil es ja die eigenen Hangars sind. Und vielleicht kann man da so eine Sachen wie diese Poster oder andere Dinge da aufstellen oder an die Wand pinnen und kann sich dann darüber erfreuen, dass man seinen Hangar etwas personalisiert hat. Da würde ich mich natürlich drauf freuen. Aber da gucken wir mal, was die 323 so bringt. Wir haben ja schon viel spekuliert. Das kann ich euch alles noch nicht in-game zeigen, weil weder die Poster noch die Waffe, die sind in-game. Die kommen mit dem nächsten Patch. So, da sind wir wieder. Achtung, 321. Blub, da sind wir. So, ich bin hier noch an dem Lagrange-Punkt, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, mit meiner C1. Und da gehen wir jetzt mal, bevor wir starten, erstmal wieder in die Refinery. Ich wollte mir nämlich, ich bin ja nicht, bin nicht der Meinung, dass es das hier gibt. Ich wollte mir da nämlich so ein Salvage-Tool holen. Fahren wir noch oder fliegen wir noch? Wir fahren noch. So, vielleicht gibt es ja auch den großen Traktorstrahl, aber ich glaube, den gab es in der Refinery nicht. Müssen wir mal gucken. Hui, pass auf, dass du hier nicht runterfällst, mein Freund. You can go now. Thank you. No problem. Die Leute haben komische Unterhaltungen, meins bisweilen. So, wartet mal. Wo müssen wir denn da nachgucken? Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Refinery Shop. Wir können ja mal hier reingucken. Bei Utility vielleicht? Vielleicht aber auch doch nicht. Ich war der Meinung, man konnte hier diese Tools kaufen. Vielleicht ist das aber auch Armor, Undersuits, Personal Weapons vielleicht. Da! Einmal der Tractor Beam. Gut, den können wir uns auch holen. Den wollte ich sowieso haben. Was kostet der? 19.000? Seid ihr närrisch? Das ist ja... Furchtbar ist das ja. So, und jetzt ist die Frage, wo war dieses Salvage-Tool? Ich hätte eigentlich gesagt, dass es das hier auch gibt. Kann aber natürlich sein, dass sie das hier gar nicht haben. Undersuits, Armor, Closing, bei Utility vielleicht? Nee. Also ich glaube, das Salvage-Tool haben sie hier gar nicht.
Furchtbar. Alle Kategorien. Ich gehe mal ganz kurz so ein bisschen durch so. Vielleicht müssen wir für das Salvage Tool aber auch, warte mal, was ist das? Ne, das ist ein Modul. Was ist das? Ein Pembroke Helmet. Okay. Kann man sich tatsächlich auch eine Pembroke Rüstung holen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es scheint es hier nicht zu geben. Wir können ja mal kurz, aber wir haben wenigstens eins haben wir gekriegt. Ich will den Hammer. Gib mir den Hammer. Oder die Schaufel wenigstens. Oder die Flex. Ja, das nicht. Aber den Hammer und die Flex hätte ich gerne. Hier könnten wir uns was leihen. Was können wir uns denn hier leihen? Grey Cat Rock. Ach komm, dann machen wir mal spontan hier. Komm. Ja, es ist die Frage. Da müsste ich wieder zu einem Außenposten fahren. Ach komm, machen wir doch. Was kostet der Spaß hier? 4200. Ein Tag. Ne, mehr als ein Tag mache ich das eh nicht. Komm, machen wir das mal hier. 4000 irgendwas. Confirm Rental. Mal gucken, wie gut der Server ist. So, Grey Cat Rock. Den müssen wir natürlich noch abholen. Was ist das? Keine Ahnung, sieht nach Werbung aus. So, brauchen wir die? Eigentlich brauchen wir die nicht, ne? Den Chat. Die das Chat. So, da habe ich jetzt mal spontan Bock auf Rock Mining, wenn ich schon mit der C1 hier bin. Na. La 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 la. Und da würde ich mich ja, also da würde ich mich ja freuen, wenn es dann tatsächlich hier die persistenten Hangars geben sollte. Ich habe ja so viel Krempel, also so viel Klimbim in meinem Hangar, also in meinem hier an Deko-Zeugs. Ich glaube, ich kann den ganzen Hangar vollstellen. Das fände ich natürlich, glaube ich, lustig, dann meinen Hangar zu dekorieren. Den quasi zuzumüllen. So, wir müssten eigentlich mit der C1 hier sein. Die ist ja eigentlich fürs Rock Mining super duper geeignet, oder? Hangar 04. Also fürs Rock Mining, fürs Boden Mining. So. Meine treue C1, die gar nicht mir gehört. Meine treue Zeus Platzhalter C1. So, können wir es machen. Da, die, da. So. Das lassen wir gleich alles so offen. Hier müsste der Rock irgendwie, habe ich noch gar nicht ausprobiert, der müsste aber ohne Probleme hier reinpassen, oder? Das hat bestimmt schon mal einer ausprobiert. Let's rock mine. Logischerweise auf dem Planeten. Woanders kann man mit dem Rock nicht minern. Mein Gott, jetzt bin ich an den Joystick gekommen. Zum Glück war das Raumschiff noch nicht an. Zuerst immer ein Salto gemacht. Haben wir noch genug? Ja, Quantum Drive ist in Ordnung. Dann holen wir uns jetzt einen Rock und rocken damit. Und da haben wir auch schon gleich wieder die Überleitung zu den persistenten Hangars, deren großen Fan ich augenscheinlich bin. Hätten wir jetzt hier persistente Hangars, dann würde ich jetzt den Hangar hätte ich erst geladen, hätte dann hätte die Dings hier aufgemacht, die Spirit, und hätte dann den Rock da erstmal eingeladen. Und wäre dann ganz komfortabel hier zum nächsten Rock-Mining-Gebiet geflogen. Aber da wir das noch nicht haben, muss ich den Rock natürlich erstmal abholen. Und dann würden wir auch, wo wir gerade dabei sind, diese grottenhässliche Star Map nicht mehr haben. Sondern, warte mal, wo wollen wir denn hin? Erstmal da hin. Sondern hätten eine super duper komfortable. Halt, das war's da, oder? Wo da? Durch die Reklame fliege ich jetzt. Einfach weil ich es kann. Komm, wir lassen den Chat mal offen. Ich finde den immer ganz lustig.
You can use size 5 gimbals on the Corsair soon. Echt? Das halte ich für ein Gerücht, dass man da Size 5 Gimbals anbauen könnte. Wie kein Downsizing mehr. Ist das so? Kann man, haben sie da irgendwas geändert? Habe ich schon wieder irgendwas nicht mitgekriegt? Jetzt wo ich es lese, bin ich der Meinung, ja, sie ändern, glaube ich, was am Waffensystem. Aber da muss doch einen Nachteil haben, wenn man Gimbals einbaut. Oder? Erzählt mir nicht, dass man. Kann mir das einer bitte mal in Kurzzusammenfassung und das Kommentar schreiben? Dafür seid ihr ja da. Ist ja nicht so, dass ich euch informiere, sondern umgekehrt. Ihr informiert mich. Wo wollen wir hin? Magda, Ariel. Ariel ist, glaube ich, gut. Nur nicht Aberdeen. Aberdeen ist die Hölle. So. Auf den Rock geholt. Fragen wir hier einfach mal. So, what is the disadvantage of using gimbals then? Frage ich. Würde mich jetzt mal interessieren. Lower rate of fire. Okay, das macht Sinn. Lower Rate of Fire. Mhm. So, wo wollen wir hin? Best Deck. Ja, komm, Best Deck ist so gut wie jedes andere. Ist dann zwar eine. Haben wir auch eins an der Tagseite? Was ist das da? Das sieht auch nicht nach Tagseite aus, ne? Ja, fliegen wir da hin. HDMS Lathan. Okay, Lower Rate of Fire. Also geringere Feuerrate, wenn man. Also im Prinzip ist es doch wieder ein Downsizing, oder? Also was er sich beschwert hat, es gibt kein Downsizing mehr. Also eigentlich, ob ich nur 10% oder 20% Schaden verliere, weil meine Feuerrate geringer ist, oder ob ich 10 oder 20% Schaden verliere, weil die Waffenklasse eine geringere Größe hat, eigentlich ist egal. Also mir. Die Profis werden jetzt sagen, ah, höheres Kaliber macht mehr Schaden. Also an Rüstung oder sowas. Aber mir ist es, ich glaube, mir ist es persönlich Wumpe. Wobei Brrrt schon besser ist als Peng Peng Peng, ne? Aim will be even better. Naja, dass die Gimbals gerne mal nicht so genau zielen, das wissen wir jetzt schon. Das tun sie ja jetzt schon. Das mag auch mit der Server-Performance zusammenhängen. Also sagen wir mal so. Nicht ganz so präzise und geringere Feuerrate. Können wir damit leben? Also ich kann damit leben. Da unten gammelt wer rum? Wer ist es? Der Hammerhead? Mhm. What the hell? Keine Ahnung, was da unten der Hammerhead macht. Nicht, dass es eine übrig gebliebene Piraten-Hammerhead ist. Also eine NPC-Hammerhead, die irgendeiner abschießen hätte sollen und die dann nicht abgeschossen wurde und die dann gleich auf feindlich geht. Na, werden wir gleich mal sehen. Ihr habt ja vielleicht die letzten Gerüchte, was heißt Gerüchte, stimmt ja gar nicht, die letzten Leaks, stimmt das? Nee, eigentlich auch nicht. Ihr habt ja die letzten Informationen vielleicht mitgekriegt, wonach die Idris jetzt intern complete ist. Das heißt, auch offiziell bestätigt intern complete. Das heißt, die Idris kann jetzt ganz regulär geentert, gebordet und begutachtet werden von innen. Die Spieler haben sie noch nicht, aber man kann sie zumindest von innen bewundern. So, da steht tatsächlich eine Hammerhead. Ich weiß nicht, was die da macht. Die ist gelandet, also wird es ein Spieler sein oder gewesen sein. Ich suche gerade, wer sich fragt, was ich hier mache, ich suche gerade die. Da, die da suche ich. Ich will ja den Rock holen. Ja. Jetzt müssen wir natürlich so landen, dass wir halbwegs
Ich sehe gar nichts unter mir. Ich sehe überhaupt nichts. So. Kamera im Boden. Sieht es gut aus? Ich glaube ja. So. Ich überlege immer noch, ob mir das gefällt oder nicht gefällt mit den Gimbals. Size 5 Gimbals. Heißt das, dass die Conny dann auch Size 5 Gimbals? Das ist natürlich derbe, oder? Finde ich derbe. Power on. Deploy. Wer sich jetzt fragt, was ich hier mache, ich bereite schon mal den Traktorstrahl vor. So, was macht die Hammerhead da? Warum landet einer mit einer Hammerhead bei Layton? Hallo, Tür. Danke. Bestimmt nicht, um Fracht zu fliegen, oder? Reicht es? Geht es? Ja, das geht. Sieht ein bisschen hoch. Ja, ist gut jetzt. Böses Fenster. Was haben wir denn hier? Survival. 1 Stunde 29. So, wir holen uns. Wir lassen die Hammerhead links liegen oder sollen wir uns die mal angucken? Bin mir nicht so sicher. Nein, wir sind hier nicht für die Hammerhead da. Wir sind hier fürs Mining da. Dr. Mining. Oh, und für die Lootkiste sind wir natürlich auch da. So, what? What zum Henker? Was wir natürlich auf jeden Fall mitnehmen können, ist. Ist das eine leere Pulle? Nee. Ist das, nee, nee. Ist das alles? So. Sag mal, wie viel habe ich denn davon? So. Da kommt das Essen rein. Das, ehrlich gesagt, können wir das mal ein bisschen mitnehmen hier. Ah, das geht schon nicht mehr. Ist schon wieder voll. Dann packen wir das da rein. Was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Blinklichter. Blinklichter. Pink. Ach, wir nehmen alle Farben. Ich bin ja ein Mann der Farben. Da draußen geballert? Nee, ne? Nein, nein. Da wird nicht geballert. Hier packt das Essen da rein. Geht nicht. Ach, pfeift der, oder? Habe ich genug zu essen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich mir. Komm, nimm dir mal was mit. Candy Bar. So. Jetzt haben wir genug. Den Krempel hier können wir ehrlich gesagt liegen lassen. Den brauchen wir nicht. Können wir da irgendwie nicht reinpacken. Ne? Packt man halt da rein. So. Hier hat auch schon einer getrunken und gegessen und nicht aufgeräumt. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, wo ist mein Rock, den ich mir gerade frisch gekauft habe? Nein, nicht gekauft, sondern geliehen. So. Your vehicle has been. Please visit us again. Da ist er. Sehr schön. Le Rock. Was höre ich da für komische. Die macht mir Angst. Ich bin in der No-Fire-Zone. Eigentlich passiert mir nichts, aber die macht mir trotzdem Angst. So. Enter the Driver Seat. Was ich ja cool fand, ich werd lange nicht von dem Thema wegkommen mit dem persistenten Hunger. Kannst du mal das Ding anmachen? Hallo. So. Ich werde lange nicht von dem Thema wegkommen.
Sie haben ja auch in diesen persistenten Hangar-Videos gezeigt, diese hübschen, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, Übergabelstapler, ne? Wo man so bis zu 32 SCU-Container mit durch die Gegend fahren konnte. Ich frage mich, ob die dann Teil des Hangars sind. Ich nehme mal stark an, ja. Ich glaube, passt das Ding hier ohne Probleme rein. Die Rampe sagt schon mal ja. Na? Ja doch, alles überhaupt gar kein Thema. Aber, ja, ich würde sagen, ausgestiegen. So. Geh doch mal vorwärts. So, da steht er gut. Da stehen wir auch gut. Wenn man natürlich den Deckel zu. Eigentlich könnte man auch auflassen. Dann sehen wir wenigstens, ob wir beim Rein- und Rausfahren, ob wir dann reinkommen. Aber da pfeifen wir jetzt drauf. So, wir gehen jetzt ein bisschen Mining betreiben. Dr. Mining. So, kannst du ausmachen. So, wie schnell sind wir? Ach so, so leidlich. So, da hinten haben wir schon mal was. 7000, das dürfte aber Kleinkram, das dürfte aber kein Handmining oder Bodenmining-Zeug sein, weil sowas siehst du normalerweise nur auf eine gewisse Entfernung. Also so auf 3000 oder 4000, wenn du auf was 7 oder 8000 siehst, dann ist es wahrscheinlich eher, sind es eher große Brocken. Piu piu. So, wir merken uns mal, wir fliegen mal circa 280 Grad. Ja, guck mal, was war denn da? Wobei, das sind, ja, das sind wahrscheinlich Bodenmining. Ja. Brauchen wir eigentlich gar nicht groß weiter. Schade. Ob ich es jetzt bereuen werde, wenn ich das scanne? Wahrscheinlich, ne? Also scanne ich es lieber gar nicht. Da ist irgendwas. Gib mir Bodenmining. Ich sehe eine Menge, nur nicht das, was ich suche. Licht an. Vielleicht gar nicht mal doof, ne? Ich sehe da auch was in 345 Kilometer. Was das immer sein soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Fritt. Und er scannt sich die Seele aus dem Leib. Warte mal, was ist das da? Das kam relativ spät. Ist es auch relativ klein? Nein, nein, okay, schade. Nix Bodenmining. Also ja, Bodenmining, aber da wäre ich mit der Prospektor besser aufgehoben. Ich hätte mir natürlich auch eine Prospektor holen können, aber sind wir mal ehrlich. Was ist denn das für ein doofer Planet? Der hat ja überhaupt nichts. Noch ein bisschen mehr Schub geben hier. Ja. Ist das eigentlich besser, in so einen Mining-Modus zu gehen? Keine Ahnung. Na, Freunde.
So, da haben wir was, 9000, das ist aber auch schon zu weit. Aber wir fliegen trotzdem mal drauf zu. Ah, ist das da? Dürfte aber auch nichts sein. Wie hoch fliege ich denn gerade? 1000 Meter. Das müsste noch okay sein. Seht ihr das da hinten? Ist da. Nee, ist einfach nur ein Fleck auf dem Monitor. Aber da ist irgendwas. Nee, glaube nicht. Warte mal. Da hinten wollen wir. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielleicht bin ich auf dem falschen Planeten. Das war ganz schön flach gerade, ne? So, da sind zwei Sachen aufgeploppt. Da fliegen wir mal vorbei. Nee. Alles Bodenmining. Also. Nichts, was man mit einem Rock abbauen könnte. Oh, warte mal. Das da könnte was sein. Ist relativ spät aufgetaucht. Eigentlich wollte ich ja so nach. Ja, das könnte was sein. Das sehen wir nämlich immer noch nicht. Na, wo ist es? Da ist was. Wir haben was gefunden. Und auch noch relativ auf dem flachen Land. Was ich mich allerdings frage, wo ist eigentlich mein Licht? Ja, guck mal, 1, 2, 3, ganz viele. So, wir werden natürlich unseren Pöter dahin parken. Wo ist denn das jetzt genau? Das Fahrwerk draußen? Nee, so. So, stehe ich? Ja, ich stehe. Okay, cool. Jetzt könnte ich natürlich den Rock per Traktorstrahl rauswuchten, aber das wäre auch ein bisschen übertrieben, oder? Ach, ist das komfortabel. Nur eine Fernbedienung für die Rampe hätte ich gerne. Nee, jetzt habe ich Close Door gedrückt. Das ist so geil. Los nochmal. Ich werde so reich werden. Wer hat denn hier diesen Felsen hingesetzt? So. Da sind die Steinchen. Ich sehe gar nichts. So, wollen wir mal gucken hier. Er scannt noch. Aha. Hadalit ist, glaube ich, der geile Scheiß, oder? Warum schießt er nicht? Er was falsch gemacht? Hallo, du dusseliges Stück. Wo guckt das Ding eigentlich hin?
Haben die was geändert am Rock? Kriegt das Ding nicht ausgefahren. Passiert mir normalerweise im Leben nicht, dass ich das Ding nicht ausgefahren kriege. Warte mal. Ist das kaputt oder was ist los? Wie klappt man die Waffe aus? Was? Ich hasse das Ding. Wie klappt man das aus oder wieder ein oder keine Ahnung? Da gibt es bestimmt einen Trick, aber frag mich bitte nicht. Engines. Wer hat das gemacht? Ich möchte denjenigen spontan verprügeln. Da ist irgendwas, aber... Geil. Also, ich glaube, ich werde bis zur nächsten Folge brauchen, bis ich rausgefunden habe, wie man dieses Mining-Ding da ausfährt. Das kenne ich nicht, das ist irgendwie neu. Wir sehen uns wieder, wenn ich das getan habe. Bis dann, euer planloser Mr. Fleck. Hahaha, tschüssi.